Irre, ne? Ja, ich bin so bekloppt, echt. Ihr Lieben, soll ich euch mal was erzählen? Ich bin jetzt hier im Bad, weil es ist jetzt 15.11 Uhr und mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein YouTube-Event habe um 17 Uhr hier in Köln und ich habe das verpeilt. Warum mir sowas passiert, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt ganz schnell geschminkt, ja. Heute Morgen zur Kita habe ich mich ja auch schon geschminkt und jetzt habe ich mal eben so nochmal über die Mascara drüber. So richtig schöne Spinnenbeine, richtig schön verklebt und dick, kommt richtig gut. Ja, und jetzt werde ich mir nochmal eben die Haare eindrehen. Wo ist mein Hitzeschutzspray? Da ist es. Ja, ich werde euch auf jeden Fall gleich mitnehmen und ich werde da auch ein bisschen filmen, auch ein bisschen Insta-Stories machen. Das werdet ihr jetzt aber, jetzt Samstag kommt das Video ja online und dann werdet ihr von dem YouTube Connect Event erleben, was wir so gemacht haben. Es ist ein Workshop auch, da geht es auch um Kollaborationen und um andere YouTuber kennenlernen und treffen. Und ich muss mal kurz einspulen. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja so bescheuert, dass ich das verpeilt habe. Ich werde mich auch gleich mal umziehen, damit das nicht alles so schwarz ist. Das ist ja nicht so cool fürs Bild, ne? Das sieht man ja jetzt auch schon. Da ist man ja eine große schwarze Masse. Und wer weiß, wer einen alles einfängt in der Kamera. Deswegen, ich werde das jetzt mal hier abteilen und anfangen, meine Haare reinzubringen und mich gleich nochmal umziehen. So sieht es aus. Ja. Ja, was soll ich machen, ne? Was willst du machen? So, das geht hier zum Glück immer total schnell. Ich habe das hier echt in 5 Minuten erledigt. Und wenn heute jetzt nicht noch 35 Grad wären, das ist ja auch so ein drückendes Wetter, würde ich jetzt noch ein paar Squats machen bei meinen Locken eindrehen hier. Das mache ich nämlich immer. Immer wenn ich mir die Haare eindrehe, mache ich dann meine Squats oder zur Seite meine Lunges. Irre, ne? Schön, dass mir das gerade noch eingefallen ist. Na komm, 10 Squats. Sehen die Haare wenigstens ein bisschen gemacht aus, wisst ihr? Sieht es nicht ganz so aus, als wäre ich hier gerade aus der Mülltonne rausgekrochen und so eine abgehetzte Kika-Mama. Ey, ich war nämlich gerade noch unten in meinem Verlies und habe, also draußen 35 Grad, ne? Ich hatte meine Axt an und habe unten noch das Deutsche Post Ladies Run Video geschnitten und ja, und dann kam diese Meldung, Erinnerung, 2 Stunden vorher. Ja. So. Und das ist die Haarpracht auch schon. Das geht so schnell. Schaut euch das an hier. Ach, der Papa kommt gerade mit dem Noah. Mein Geheimnis ist das hier. Dieses Spray hier. Nur ganz bisschen in die Spitze einkneten und schon hast du so eine 70er Jahre, Farrah Fawcett, Charlie's Angels Frisur, total cool. So, jetzt noch ein bisschen zurechtlegen, hier ein bisschen ein Spänkchen festmachen. Und dann bin ich jetzt auch schon fertig. Dann kann ich jetzt noch einen Kaffee trinken, noch kurz mit meinem Baby spielen. Und dann fährt die Mama auch schon los zu ihrem Event. Dass ich das vergessen habe, Leute, aber egal. So, ihr Hübschen, ich habe jetzt geparkt. Frauenparkplätze. So, es geht jetzt los. Ich gehe mal rüber. Hallo. Hi. Das sind meine Karte. Zeigst du sie bitte nicht. Und hier habe ich schon direkt die erste Mama vor meiner Kamera. Das ist die Steffi vom Kanal Stephanie. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, denn sie hat 3 Kids und dort zeigt sie auch ganz viele Vlogs und Hauls und ja, alles, was eine Mama so wissen muss. Also klickt da mal unbedingt rein. Voll schüchtern. Ein Creator, die beiden sind unsere YouTube-Ambassadors für Westdeutschland, für Köln.
aus einem Team von insgesamt 8 YouTube Ambassadors in ganz Deutschland. Dann haben wir heute den Martin hier vorne. Unser Top Contributor, einer unserer Top Contributor von der YouTube Creator Community. Und da ist nochmal die Steffi. Jetzt nicht mehr ganz so aufgeregt wie eben. Vom Kanal DIY-Dogi. Sie macht richtig coole DIY-Projekte. Solltet ihr unbedingt mal reinklicken. Ihr Lieben, das war auch schon mein YouTube-Event hier in Köln und das war echt cool. Ich habe versucht jetzt ein bisschen was mitzuschneiden und mitzunehmen an Footage, an Bildmaterial. Es ist aber so, dass in dem Raum, wo das Ganze stattgefunden hat, da war die Beleuchtung grottenschlecht. Aber ich guck mal, dass ich euch da ein paar coole Leute mit reinblende und verlinke. Und auf jeden Fall habe ich eine coole Mom dort kennengelernt. Das ist die Steffi vom Kanal Stephanie und sie hat 3 Kinder und sie zeigt auch mal ganz viele Hauls und Vlogs und so weiter. Da solltet ihr auf jeden Fall reinklicken. Ich werde jetzt hier unten nochmal verlinken und aber auch die Dori. Die hat einen richtig coolen DIY-Kanal und die zeigt dort richtig coole Sachen zum selber machen, zum Nachmachen und da solltet ihr auch auf jeden Fall reinklicken und ich werde mir dort bestimmt das ein oder andere abgucken und ja, vielleicht so im Kinderzimmer integrieren und dann auf Noah praktisch ummünzen. So, jetzt fahre ich aber nach Hause. Meine Jungs warten auf mich. Es ist jetzt schon 20.24 Uhr und ich habe Hunger. Und ja, jetzt rufe ich meinen Mann an und dann soll er mal schnell den Grill anschmeißen. Und ja, vielleicht schläft schon der Noah, aber ich glaube es noch nicht. Nee, das ist noch zu früh. Der kleine Mann schläft ja immer erst so ab 9 Uhr. Ja, okay, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal losdüsen. Guck mal, ich fahre hier gerade vom Parkplatz runter. Warte mal, ich mache jetzt mal die Kamera aus, ihr Süßen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.